Il faut cuisinier, Monsieur Dame. Ich, guten Morgen. Ich lese der junge Koch, die junge Köchin. Und im Kapitel Hygiene bin ich angekommen bei 1, Mikroben. Punkt 3, Lebensbedingungen der Mikroben. Wie alle Lebewesen, so entwickeln sich auch Kleinstlebewesen nur, wenn bestimmte Lebensbedingungen erfüllt sind. Bei eingeschränkten Bedingungen sind Wachstum und Vermehrung verlangsamt oder eingestellt. Die Mikroben können auch absterben. Mikroben erfordern an Lebensbedingungen Nahrung, Milieuwert, pH-Wert, Temperatur, Feuchtigkeit, das ist der AW-Wert und Sauerstoff. Und das sind jetzt die einzelnen Unterkapitel. Nahrung, dann kommt Milieu, Temperatur, Feuchtigkeit und Sauerstoff. Ich fange mit Nahrung an. Nahrung. Die meisten Mikroben bevorzugen bestimmte Nährstoffe. Folgende Grobeinteilung ist möglich. Art eiweißspaltende Mikroben, bevorzugt Befallen, Fleischwurst, Fisch, Geflügel, Milch, Frischkäse, Creme. Das sind zum Beispiel Salmonellen und Fäulnisbakterien. Kohlenhydratspaltende Mikroben, Kompott, Fruchtsaft, Creme, das sind die Hefen. Fettspaltende Mikroben, Butter, Margarine, Speck, da gibt es kein Beispiel für. Und Schimmel. Alle Lebensmittel und das sind die Schimmelpilze. Milieu, pH-Wert. Das ist der zweite Punkt. Mikroben erfordern an Lebensbedingungen, Nahrung, Milieu, Temperatur, Feuchtigkeit, Sauerstoff, Milieu. Klammern pH-Wert. Wie Menschen oft bestimmte Geschmacksrichtungen bevorzugen, so besitzen auch Mikroben vergleichsweise eine Vorliebe, entweder für Säuren oder Basen. Klammern Laugen. Säuren sind gekennzeichnet durch H+-Ionen. Basen besitzen OH-Ionen. In reinem Wasser ist die Anzahl der H+ und OH-Ionen ausgeglichen. Der pH-Wert ist eine Messzahl, die angibt, wie stark eine Säure oder Lauge ist. Also der pH-Wert ist eine Messzahl, die angibt, wie stark eine Säure oder Lauge ist. Die meisten Eubakterien bevorzugen neutrale bis schwach laugenhafte Umgebungen. Die meisten Eubakterien bevorzugen neutrale bis schwach laugenhafte Umgebungen. Durch Säurezugabe kann darum deren Tätigkeit eingeschränkt werden. Konservieren durch Sauer machen, kenne ich. Saure Gurken, Essig zum Beispiel. pH-Wert mit Beispiel von Wachstumsbereichen. Milch ist neutral, Kaffee ist schwach sauer, Essig ist mittelsauer, Magensäure ist stark bis mittelsauer, Salzsäure ist sehr stark sauer. Wenn Milch pH neutral ist, dann ist Eiklar basisch, schwach basisch, Seife ist mittel bis stark basisch und Natronlauge ist stark basisch. Und H+ plus OH- sind H2O. Wasser hat den pH-Wert 7, es ist neutral. So, und hier gibt es Beispiele fürs Sauermachen und Haltbarmachen: Fisch in Marinade, Rollmops, Essiggurken, Fleisch in Essigbeize und Sauerkraut. So, dann kommen wir bei der Temperatur an. Mikroben bevorzugen je nach Art bestimmte Temperaturen. Man unterscheidet drei Gruppen:
Niedrigtemperaturlieben, Psychrophil. Man nennt sie darum auch Kühlschrankbakterien. Sie kommen vor allem in Verbindung mit Fleisch und Fisch vor. Mittlere Temperatur bevorzugend mesophil. Dazu zählen die Darmbakterien, Fäulnisbakterien, aber auch Hefen. Höhere Temperatur liebend thermophil. Hierzu gehören die sporenbildenden Bazillen. So. Abbildung 2 ist der Wachstumsbereich für Mikroben. Der kritische Bereich liegt zwischen 6 und 60 Grad. Der Temperaturbereich für Psychrophil, Mesophil und Thermophil. Psychrophil, Mesophil und Thermophil ist auch angegeben. So, und damit gibt es die vierte Wachstumsbedingung. Für Mikroben erfordern Lebensmittel, Nahrung, Milieu, Temperatur, Feuchtigkeit in Klammern AW-Wert. Feuchtigkeit in Klammern AW-Wert. Mikroben benötigen Wasser als Lösungsmittel für die Nährstoffe und als Transportmittel, um die Bausteine der Nahrung in das Zellinnere zu bringen. Da die Mikroben selbst zu etwa 70% aus Wasser bestehen, ist das Wasser für sie auch Baustoff. Vom gesamten Wassergehalt eines Lebensmittels steht den Mikroben nur ein Teil zur Verfügung. Man bezeichnet diesen Anteil auch als das freie oder aktive Wasser und spricht auch von Wasseraktivität gemessen als AW-Wert. Der AW-Wert ist eine Messzahl. Reines Wasser hat den AW-Wert 1,0. Absolut wasserfreie Stoffe haben den AW-Wert 0. Die Lebensbedingungen der Mikroben können verschlechtert werden, wenn man den AW-Wert senkt, indem man Wasser entzieht. AW-Wertsenkung ist möglich durch Trocknen, Wasser verdunstet und ist im Lebensmittel nicht mehr vorhanden, zum Beispiel Trockenobst, Püreepulver, getrocknete Küchenkräuter, Salzbeigabe, Wasser wird chemisch an Salz gebunden und ist damit nicht mehr aktiv, zum Beispiel Pökelware, Salzheringe. Zuckerzugabe, Wasser wird chemisch an Zucker gebunden, zum Beispiel bei Konfitüre, Gelee, Sirup, kandierten Früchten oder ähnlichem und durch Frosten. Wasser wird zu festem Eis, in diesem Zustand ist es nicht mehr aktiv. So, als letztes kommt der Sauerstoff, das ist das fünfte. Mikroben erfordern an Lebensbedingungen Nahrung, Milieu, Temperatur, Feuchtigkeit und Sauerstoff. Sauerstoff, die meisten Kleinstlebewesen sind auf Sauerstoff angewiesen. Es gibt aber auch Arten, die ohne Sauerstoff auskommen und solche, die sowohl mit als auch ohne Sauerstoff leben können. Aerobier benötigt Sauerstoff, leben auf und in den Lebensmitteln. Bazillen, Fäulniserreger, siehe Seite 25. Essigbakterien, Schimmelpilze, Edelpilz, Schimmelpilz. Also, Aerobier heißt, benötigt Sauerstoff, Leben auf und in den Lebensmitteln. Hier Edelpilzkills, Käse wird als Beispiel genannt. Das ist Kammern wir zum Beispiel. Anaerobier, Leben ohne Sauerstoff, Leben in den Lebensmitteln in Konserven. Das Beispiel sind die Botulinus-Bazillen und da ist die Bombage von Botulinus genannt, da bläht sich eine Dose Steinpilze. Ist mir noch nie passiert, dass ich sowas gesehen habe, aber ich kenne es aus Bildern. Fakultative Anaerobia, Leben mit und ohne Sauerstoff, Leben in und in den Lebensmitteln. Das sind Hilfen, das sind Milchsäurebakterien, Fäulniserreger. Hier ist zum Beispiel das Hefebrot genannt. So.
Der Abschnitt endet mit 1.4 Lebensäußerungen der Mikroben. Das kommt dann morgen dran. Tschüss.